denken. Ich bin so denken, Stefan aus Südtirol. Ja, wir starten heute den nächsten Wandertag. Wir sind jetzt oberhalb von Schenna, sind mit der Dassa-Bahn eingefahren zur Dassa-Alm. Und von da aus machen wir jetzt eine schöne Rundwanderung zur Iffinger Hütte. Also kommt's mit. Die Dassa-Alm liegt auf 1450 Höhenmeter und ist ein Paradies für Wanderer und Familien. Jetzt sind wir umgekommen auf der Iffinger Hütte, was man im Hintergrund ganz wunderschön sieht. Ganz ein tolles Ambiente und da werden wir jetzt einkehren, die Sonnenterrasse genießen und uns ein wenig stärken. Ich habe einen gemütlichen Einkehrschwung, da jetzt in der Iffinger Hütte auf 1810 Meter, die wir uns ein wenig stärken mit ein paar Röster mit Spiegeleier. Mahlzeit! Von der Iffinger Hütte sind wir jetzt 30 Minuten abwärts gegangen zum Gasthaus Ecker, was man da wunderschön im Hintergrund sieht. Und da werden wir jetzt noch einkehren und die Sonnenterrasse genießen. Ja, unser Wandertag ist nun zu Ende. Wir sind wieder zurück von der Tour. Das Ganze war eine wunderschöne Rundwanderung von der Dassa-Alm, auch zur Iffinger Hütte, auch zum Gasthaus Ecker und unten wieder zurück mit einem traumhaften Panorama. Also einfach wunderschön. Die Tour kann ich mir wirklich sehr empfehlen. Ja, wir fahren jetzt mit dem Bahnl wieder nach Schenna, anschließend heimwärts. Und wir, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank!